So, dann gehen wir mal zu Frithjof. Frithjof war hier. Nee, war nicht da. War hier. Natürlich muss ich hier rüber. Und dann nach oben. Auf der anderen Brückenseite war ja außer der Hütte nichts. So, und dann lassen wir uns mal von Frithjof führen. Oder auch nicht. Ich dachte, der kann mir mehr darüber erzählen. Warum macht das dann denn nicht? Mit Thorald hatte ich schon geredet. Tja, dann müssen wir wahrscheinlich uns alleine durchkämpfen. Ich weiß es nicht. Ja, mit Frithjof wird es nicht besser. Enos! Sage mir, wo ich lang muss. Ich weiß es nämlich nicht. Wir könnten es aber mal... Gewähre mir Lebenskraft. Klar, wir holen uns mal ein bisschen Lebenskraft. Das ist eigentlich eine gute Idee. Nein, nicht... Nee. So, machen wir mal so. Okay. Noch ein bisschen. Oder mache ich noch weiter? Ach komm, was soll's. Volle Kanne auf Lebenskraft hier. Aber viel zu wenig. So, 900 Lebenspunkte, das sieht schon besser aus. Da können wir schon ein bisschen mehr mit anfangen. Da können wir auch ein bisschen öfter mal getroffen werden. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der uns hier zum Dingens führt. Oder wir gehen halt erstmal... Lass uns jagen gehen. Jagen. Alles klar. Folge mir. Ich weiß, wo es was zu schießen gibt. Mhm. Auf geht's. Jagd mit Clive. Live. Clive. Hier bewegt sich irgendwie nichts mehr jetzt. So, Moment. Ich muss noch kurz speichern. Und dann kann es auch schon weitergehen. Na Mord, stehst du hier nutzlos rum? Neben den Schweinen. Bitte live, laufe vernünftig diese Schräge lang. Ich möchte jetzt nicht schon wieder solche Probleme hier haben. Danke sehr. Äußerst freundlich und zuvorkommend von dir. Und da wir jetzt auch die Legitimation haben, können wir eigentlich nochmal zum Grab von Einar zurückgehen und dann dort den den Ahnenstein endlich einsetzen auch mal. War ja vorher leider nicht möglich und dann bin ich auch mal sehr gespannt, was wir dafür dann eigentlich kriegen. Ich weiß das nämlich gar nicht mehr so genau. Diese ganze Nordmar-Ecke, das ist alles, ich weiß gar nicht. Es kann auch durchaus sein, dass ich da das ein oder andere Quest einfach weggelassen habe, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Mir gefällt die Ecke wirklich nicht. Also, weiß nicht warum, aber die sagt mir wirklich überhaupt nicht zu. Aber naja, ich will euch ja alles zeigen, von daher muss das natürlich noch mit sein. So, haben wir den schon? Den haben wir bestimmt auch noch nicht ausgenommen, oder? Doch. Okay. Dann eben doch. Wo bist du jetzt hin? Live. Ach, natürlich. Wenn Mord schon nicht mitten in die Wölfe reinrennt, dann macht es eben der nächste NPC. Ach, das ist doch alles nicht zu fassen hier. Schnapp sie dir alle. Gotta catch them all. Ach Mensch, ich hasse das. Das ist doch blöde hier. Wieso umzingeln die eigentlich alle mich? Ich bin doch nicht zuerst reingelaufen da. Ist doch gut. Ich will euch da nichts. Also, doch will ich jetzt schon, aber daran seid ihr schuld. Manchmal hasse ich das Spiel, ganz ehrlich. Jetzt ist gerade wieder so ein Moment. Ach, es ist so blöde, einfach nur. Das ist in anderen Spielen wirklich besser gelöst. Also das ist ein großes Manko in dem Spiel. Ich nenne es mal einen sehr großen Schönheitsfehler. Also da hat schon einer so fett mit einem Messer durchs Gesicht geschnitten. Das ist schon eine dicke Narbe quer durchs Gesicht. Wenn man schon von Schönheitsfehlern spricht. Wo ist denn jetzt live? Haben wir den schon irgendwo? Ja, hier unten. Das ist schon echt ganz schön nervig. Mit diesen NPCs, dass sie auch immer... Also... Eine Sache ist das mit dem überall hängen bleiben und nicht lang gehen wollen und die andere ist, dass sie wirklich immer volle Kanne in die Gegnermassen reinrennen müssen. Und ganz besonders hier in Nordmar ist das echt schlimm. Und dadurch, dass wir nicht mehr die KI haben, wie sie im Originalspiel war, sondern dass die ja gepatcht wurde und die Gegner dadurch ein bisschen anspruchsvoller sind, naja, ist es halt ein bisschen schlimmer, das Ganze, wenn man auf solche Gruppen trifft. Wobei Wölfe auch früher schlimm waren, weil die damals diese, das haben sie ja zum Glück rausgenommen, diese Kettenangriffe gemacht haben. Oder zumindest
Ich glaube, ganz rausgenommen wurde es nicht mit den Community Patches, aber es wurde ein ganzes Stück dezimiert. Ein ganzes Stück. Seltener tritt es auf, dass man hier mal so ein Dingens abkriegt, so einen Kettenangriff. So, und diesmal speichere ich hier nochmal, damit wir nicht wieder so weit laufen müssen, wenn wir jetzt gleich wieder sterben in den nächsten 2 Minuten. Aber wir können ja mal schauen, vielleicht überleben wir es ja diesmal. Ich war live. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ganz bestimmt. Kommt. So. Und diesmal tötet den bitte auch mal. Ja, dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Ah, sehr gut. Oh ne, da unten gehen wir mal nicht rein. Die greifen uns noch nicht an. Das ist gut. Da haben wir nicht ganz so viele auf einmal auf dem Hals. Das können wir dann später noch machen. Wenn wir die hier tot geklickert haben, wenn wir sie denn irgendwann mal kriegen, man weiß es ja nicht so genau, wa? Doch, endlich, schön. Schnauze halten, aufhören mich anzugreifen und voll zu beißen hier. Oh, ich hasse es. Ja, ist gut. Ist ja gut, Mann. Das ist auch sowas total Dummes, wenn er sich wegdreht von den Viechern. Ist ja gut, Mann. Ich weiß, ich muss mich heilen. Ich kann aber gerade nicht. Ich müsste erst den einen Eiswolf töten, damit ich eine Fluchtrichtung erstmal habe. Toll! Machen wir es doch so und lassen uns einfach fressen, Mann. Mensch, gleich wieder aggressiv. Ach, juckt's mich gleich überall. Vor Ärger. Ist doch blöd, ehrlich mal, das ist vollkommen hirnrissig, sowas. Es macht überhaupt keinen Spaß, vor allen Dingen, wenn die stundenlang einfach nur zurückweichen. Das ist so nervig, einfach nur. Aber was reg ich mich auf, es ist ja nichts Neues, es ist ja jetzt auch nicht, als wäre ich in der zweiten Folge und würde ganz neu jetzt auf dieses ganze Kampfverhalten treffen, sondern ich weiß es ja schon seit über 100 Folgen, wie es läuft hier, leider. Ja, lass dich fressen, genau. Das ist gut. Ich schnapp mir dabei die mal hier am Rand, während der Rest sich mit dir beschäftigt. Das ist in Ordnung. Wenn da so 2 zu mir kommen, das ist okay. Da kann ich mit leben, glaube ich. Sobald ich was sehe zumindest. Was jetzt gerade nicht der Fall ist unbedingt. Weil ja immer irgendein blöder Busch im Weg sein muss. So. Wechseln wir halt mal den Schlag. Ja, ja. Ja, 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 ja. Jetzt ist wieder sowas gewesen. Er war beim Fallen. Alter, wieso greifen die jetzt alle mich an? Geht weg! Geht, lauf doch mal! Gott verdammt nochmal, das ist so zum Haare raufen hier. Wenn der fällt und dadurch dann wegguckt vom Gegner. Alter, was machen die alle? Wieso verfolgen die mich? Dann schafft er es nicht, aus dem Liegen heraus zuzuschlagen. Ich krieg dich noch, schreit der Wolf. Und rennt dann trotzdem hinter mir her. Na kommt. Müssen wir halt mal ein bisschen kämpfen. Vielleicht laufe ich jetzt auch einfach in die andere Richtung weg vor denen. Ich glaube, das mache ich mal. Weil er sich ja eh hirnrissig anstellt hier. Laufen wir jetzt einfach mal wieder zurück und hoffen drauf, dass wir ein paar von denen abhängen können. Wäre ja ganz lustig. So, und da helfen wir erstmal Mord mit den 3, die hier geblieben sind bei ihm. Ah, 3 von wegen. Einer. Ein einziger hat sich noch mit dem hier beschäftigt. Und ich habe wieder die ganze scheiß Rotte am Hals. Oh, jetzt sind sie wieder alle da. Jetzt sind sie alle nachgekommen. Warum sollte ich auch meine Ruhe haben? Nee, ist ja gar nicht mal Mord, fällt mir gerade auf. Ich rede immer von Mord, weil ich mich so dran gewöhnt habe, den als NPC dabei zu haben. Aber jetzt heißt er ja live. Gut, kleiner Moonwalk-Wolf. So, machen wir mal so. Und in die andere Richtung schlagen. So, da dünnt sich das Ganze doch schon aus. Und der Eiswolf ist auch gleich hinüber, wenn wir ihn dann mal erwischen. So, 2 Stück noch. Diesmal wird das was. So, drauf, drauf, drauf. Ich glaube, im Live muss ich mir keine Sorgen machen. Es sei denn, der ist der tierischste Püppi. Ich muss mir eher Sorgen darum machen, dass ich vielleicht doch noch verliere. Da kann man sich ja nie so richtig sicher sein. War das denn jetzt schon der Jagdgrund, den Live meinte? Oder hat er noch irgendwas anderes vor? Es könnte natürlich auch sein, dass er das ja zum Jagen meinte. Naja,
sammeln wir erstmal. Ich weiß nicht, ob Live noch am Kämpfen ist. Ist mir jetzt aber auch gerade vollkommen Rille, ehrlich gesagt. Der kann ruhig auch mal was bekämpfen. Ja, der kämpft noch. Ist okay. Machst du gut, Junge. Machst du gut. Siehst du, hast du noch voll Leben. Und der Wolf ist gleich tot. Ich kann dir natürlich auch noch helfen. Oder auch nicht. Armselige Kreatur. Zumindest helfe ich dir aber dabei, den Pelz abzumachen. So, ich speichere erstmal. Um diesen Erfolg erstmal festzuhalten, wird erstmal gespeichert. So, Schluck aus der Kanne. Und dann holen wir uns den letzten Wolf hier auch noch. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich habe gerade schon wieder noch von irgendwo anders einen Wolf gehört. So, wie sieht's aus, Live? War's das? So, hier sind wir. Ah, sehr gut. Normalerweise wimmelt es hier von Beute. Also halte deine Augen offen und deine Waffe griffbereit. Ja, mittlerweile wimmelt's hier nicht mehr, denn wir haben schon alles tot gemacht, falls du es schon vergessen haben solltest, kleiner Live. Hast wohl Alzheimer, hä? So, die 4. Ja, kriegen wir hin, denke ich mal. Wenn wir ein bisschen uns besser anstellen als vorher. So, was wir gerade eigentlich tun. So, diesmal hat es sogar geschafft, sich zu drehen und dann zuzuschlagen. Das ist ja wundervoll. Er entzückt mich immer wieder, mein Held. Wenn auch selten. Aber es kommt immer wieder mal vor. So. Mal drauf. Ja, 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 ja. Ist doch gut. Das ist unfair, Leute. Habt ihr es schon gemerkt? Dass es unfair ist? Ach, naja. Warum sollte ich mit Fairness rechnen? Es sind Wölfe. Wölfe sind das Böse. So, einer müsste noch. Blöde Köter. Hier ist der Letzte. So, haben wir auch das erledigt, dann können wir eigentlich den Teleportstein benutzen. Teleport, Teleport, hier ist Teleport. Teleport nach Feuerclan. Stilecht dargestellt mit einem kleinen Lagerfeuerchen. So, Mord steht noch, dann können wir uns jetzt noch, halt hier hinten war der. Können wir uns jetzt noch den anderen schnappen und nach Orks prügeln gehen, damit wir dann mal die ganze Prügelsache weg haben. Und danach geht's dann auf zum Feuerkloster. So, lass uns Orks jagen. Lass uns Orks schlagen. Jau, folge mir. Jau, sagt er. Ich finde auch den Questnamen sehr schön. Orks töten. Das klingt so richtig schön nach einem Nordmarer. Das riecht nach Intellekt. Intellekt und Kultur. So wollen wir es haben. Naja, egal.